Herzlich willkommen zu dem Livestream von Victron. Es wird sehr geil. Macht euch darauf gefasst. Wir beginnen mit ein paar Interviews. Danach kommen auch noch coole Sachen. Bleibt einfach dran. Kennst du diese Band, die Scorpions? Klar kenne ich die Scorpions. Ja, ich bin mit denen befreundet oder was weiß ich. Jedenfalls hat sie gefragt, ob sie ein paar Tage bei mir proben könnten. Ich hatte damals dieses Studio in einem alten Bauernhof irgendwo in Norddeutschland. Ich sagte, kein Problem. Ich kann vorbeikommen. Die hatte noch was gut bei mir, da habe ich gesagt, weißt du was, die sollen 2 Tage zahlen, die können eine ganze Woche bleiben, kein Problem. Ich warte den Zeitpunkt auf irgendeine Session in... Wo war das, keine Ahnung, jedenfalls war ich im Studio in New York und kam dann nach einer Woche wieder. Das ganze Studio war komplett auseinandergenommen, es stand nichts mehr. Die Schlagzeugerin war gerade dabei, irgendein Vintage-Equipment aus dem Fenster zu schmeißen und als die Bullen kamen, waren alle weg. Ich musste irgendwie Kohle verdienen, das Studio war am Arsch und Live-Musik war meine einzige Möglichkeit, mich über Wasser zu halten. Und dann kam diese Anfrage für eine Frankreich-Tour. Victron. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Die Scorpions waren nämlich gar nicht die Scorpions, sondern die Skorpione. So hießen die. Irgendeine beschissene Vorstadtband. Ziemliche Prolls. Naja, jedenfalls habe ich sofort zugesagt. Die haben richtig gut bezahlt. Hatten ein paar richtig gute Gigs in Lyon und wo das nicht alles war. Nur der Tourbus war echt beschissen. Und der eine von denen ist die Karre sogar selbst gefahren. Ich wusste nicht, dass es die gleichen Typen sind. Ich hab's auch nicht sofort erkannt. Ah, hi. Ja, wir hatten ja gesagt, ne, dass wir uns, ne? Worum ging's nochmal? Victor, ja, ja. Nee, ich bin im Bilde. Ja, gerne. Fitti. Ja, da klingelt was. Was war denn da? Ja, doch, das war ein Song von Victor, oder? Ich erinnere mich. Victor, genau. Fitti, ja. Wie das entstanden ist. Ja, mein Bruder und ich, wir haben eigentlich immer Musik gemacht. Wir waren immer überall gerasselt und geklopft und geguckt, gezupft und geguckt, wie klingt das, wie klingt dies. Und früher natürlich, wir haben uns niemals vor billigem Equipment gefürchtet und hatten dann auch auf einem Kroatien-Urlaub hat man eine Gitarre dabei, Akustik-Gitarre und auf der einen Seite. Und er hatte irgendwie was mit Tasten dabei und ja, da ging's los. Ich weiß auch nicht, wir hatten freie Zeit und ich hab dieses Riff, ihr kennt's alle. Ja, dann ging's los, dann geht der Text los, genau, eine Musik hatten wir dann irgendwie und Text war so ein bisschen, zu der Zeit war Fitti ziemlich angesagt, MC Fitti, alles war Flamingo, alles war 36 Grad, glaube ich, hieß das, überall war Farben und das hat uns natürlich total beeindruckt. Und wir dachten, Mensch, Fitti, der macht jetzt Weltkarriere, wir sitzen da in Kroatien und keine Sau interessiert sich für Victron und da haben wir so ein bisschen unsere Qualitäten so, ja, auf Exen 5, natürlich eine klasse Sache. Und
Ja, dann kam er da irgendwie Wing John, alle wollen so sein, Wing John, wie geht das nochmal, das ging irgendwie so. Ja, das fand man halt super cool, ne? Genau, dann sind wir rumgereist, das wird ja mit Red Betty, ne? Und da waren wir überall und haben so ein bisschen die alten verstaubten Sachen aus den digitalen Ordnern geholt. Und dann, ja, dann haben wir uns noch so hinten dran so ein Psychedelic-Part, weißt du, Krautrock aus Frankreich, das musste mir geben, haben wir uns noch so ein Psychedelic-Part hinten dran gepackt. Das war natürlich klasse, also haben wir total, total toll mit den Synthesizern immer, ne, Sound of the Future, weißt du Bescheid, also das war klasse, das war die Zeit früher, das war Power, da war richtig, richtig. Wo ging's nochmal genau? Aber das Schrägste kommt noch. John wollte ein Album aufnehmen und haben dafür irgendein Studio gemietet, mitten am Arsch der Welt in einem Industriegebiet. Und der ganze Raum war komplett Gold. Ich meine, der Boden war Gold, die Wände waren Gold, alles war Gold. Aber das absolut Merkwürdigste war dieser Typ, dieser Produzent, der das alles aufgenommen hat. Ein totales Genie. Alle nannten ihn nur Shaky. Und er hatte einen Rucksack voll Bananen dabei. Er hat seine Kopfhörer nie abgesetzt. Der Entstehungsprozess der Vic John Debütplatte darf mit Fug und Recht als wilder Ritt betitelt werden, bei welchem eventuell der ein oder andere Hektoliter Hansa floss, rein zum Zwecke der Inspiration, versteht sich, und unzählige Stunden des zwischenmenschlichen sowie musikalischen Beisammenseins ins Land zogen, inklusive massiven Rumgeblödels und einer Prise Wahnsinn. Schlussendlich entstanden als Ergebnis so zwei Dinge für die Ewigkeit: tiefe Freundschaft und eine geile Platte, Alter. Also, alles Gute zum Re-Release, Boys. Lasst es ordentlich krachen. Und überlegt euch vielleicht schon mal, wann wir die nächste Scheibe eindengeln. XOXO, Shaky Boy. Ich packte meine Amps aus, meine Gitarren. Da guckte mich Johannes völlig entgeistert an. Was machst du, Mann? Ich sagte, ich pack mein Zeug aus. Da sagte Johannes, du spielst Schlagzeug. Ich hatte noch kein Pfennig Schlagzeug gespielt in meinem Leben und der Typ wollte, dass ich die Platte einspiele. Sie hatten ja bezahlt, also habe ich das gemacht. Naja, was da rumgekommen ist, zieht euch einfach rein. Ist ein Medley aus ganz vielen alten Filmen, die wir über die Jahre so zusammengesammelt haben. Teilweise alte Konzertabschnitte oder sonstigen Quatsch und Pipapo, die wir so aufgenommen haben. Sind auch viele Motorrad-Szenen drin, weil wir einfach gerne Motorrad fahren und ab und zu uns dabei gefilmt haben. Und es sind auch viele Konzertfilme drin. Wir wollten damit so ein bisschen dieses verloren gegangene Festivaljahr 2020 so ein bisschen verarbeiten. Wir versuchen so ein bisschen Show zu machen, verkleiden uns, machen ein bisschen Quatsch, wollen die Leute zum Tanzen bringen. Und das wollten wir 2020 eigentlich hauptsächlich machen, weil wir 2019 unser Album rausgebracht haben. Und jetzt wollten wir halt richtig loslegen.
Und deswegen haben wir versucht, relativ viele Festival-Szenen oder Konzertszenen da irgendwie so mit reinzubringen und so ein bisschen zu zeigen, was wir so auf der Bühne so veranstalten. Genau, das Video ist so genau wie der Song, so in zwei Teile geteilt. Also es gibt ja diesen ersten Teil mit dem Quatschtext, der so ein bisschen lustig und mit einem Augenzwinkern gedacht ist. Und dann gibt es so diesen zweiten Teil, der so psychedelischer und ernster wird. Und das Video ist dann, geht das so ein bisschen mit, am Anfang so ein bisschen hektisch, so ein bisschen Quatsch. Und dann in dem zweiten Teil so ein bisschen ernster und psychedelischer und so viel mit so psychedelischen Sachen. Ja, ansonsten wartet ab. Am Ende kommt das Video, zieht es euch rein. Es ist dope. Und seid dabei. Moment 2020 war, als mir klar wurde, dass die Clubs einfach nicht geöffnet haben und ich das Tanzen vermisse. Und dann habe ich die Victron-Platte aufgelegt und habe eine Dreiviertelstunde einfach zu Hause durchgetanzt. Jetzt kommt ein Live-Set von irgendjemandem, der auch bei Victor mitspielt. Thank you.
So, jetzt kommen wir zu dem Victron Gewinnspiel 2021. Victron hat 2017 den ersten Preis gemacht bei einem Motorrad Oldtimer Festival in Gersfeld und mit einer Honda CM400T. Die Frage ist jetzt, warum hat Victron den ersten Preis gemacht? A, weil sie das älteste Motorrad hatten. B, weil sie die weiteste Anfahrt hatten. C, weil sie den geilsten Style hatten. Oder D, weil sie den originalsten Zustand hatten. Schreibt es einfach in den Chat und die drei Sieger bekommen jeweils eine Platte von uns zugeschickt. Now! Jetzt kommt das Musikvideo zu dem Rain Remix von Colab. All the love you've given, all the tears and love that we share, all the stages of love we went through, and then the changes tore us apart, but the love's never gone, will never go, and then that just your soul.
Hallo Leute, und jetzt ganz am Ende noch ein bisschen Serious Talk. Und zwar, wir sind Victron, das habt ihr jetzt wahrscheinlich im Laufe dieses Videos mitbekommen. Und wir haben im Oktober 2019 unser Release, unser Premiere-Album Magic Power Crazy Disco herausgebracht. Und hatten für 2020 den festen Vorsatz, so viele Konzerte wie möglich zu spielen, um mit unserer Musik unter die Leute zu kommen, einfach Konzerte zu spielen, unsere Platte da zu verkaufen und mit den Leuten unser Debütalbum zu feiern. Wie wir alle wissen, 2020 war Kacke. Sorry. Und deswegen haben wir uns jetzt 2021 dazu entschieden, die Platte digital zu re-releasen. Also wir bringen sie quasi nochmal raus, aber jetzt digital auf allen Plattformen, auf Spotify, Napster oder Stream. 2020, das Jahr war Kacke und definitiv kein Jahr für Live-Konzerte, Festivals, für Begegnungen im Freien, für, ja, einfach für Kunst, der von Menschen für Menschen gefeiert wird, sondern es war eher ein Jahr der Digitalisierung. Es wurde sehr, 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 sehr viel gestreamt. Hihi. Aber wir haben wahrscheinlich alle gemerkt, dass Stream eine wunderbare Sache ist, auf jeden Fall auch eine Alternative, aber definitiv nicht die Lösung dessen, sondern uns allen fehlen die Live-Musik, die von Menschen für Menschen gemachte Musik, wo man schwitzt, wo man den Sound direkt hört und wo man dabei ist, wo man tanzen kann, wo man mit Leuten in Kontakt, in Austausch treten kann. Und das hat dieses Jahr alles leider nicht stattgefunden. Victron ist ein absolutes Herzensprojekt von meinem Bruder, mir und Leon. Wir lieben es, für euch Musik zu machen. Wir machen seit vielen, vielen Jahren Musik für uns, für euch und sind total glücklich damit. Und wir waren natürlich schwer gefrustet 2020, dass wir keine Möglichkeiten hatten, diese Energie, die wir in das Album reingesteckt haben, die ganze Arbeit, die wir in das Album reingesteckt haben, auch wirklich raus zu befördern und mit euch zu teilen, sondern wir haben das released und danach ist einfach gar nichts mehr passiert. Das hat uns extrem gefrustet. Aber der große Vorteil ist, wir können das nachholen und wir sind nicht abhängig von Victron. Wir machen das nicht hauptberuflich, das ist ein Hobby von uns und wir können auch ohne Victron leben, theoretisch. Wir können einfach weitermachen. Das ist aber nicht bei allen Leuten der Fall. Sondern es gibt viele KünstlerInnen, die von ihren Konzerten, von ihrem Merchandise, von dem Verkauf ihrer Platten, die leben davon. Und viele dieser KünstlerInnen, wenn es jetzt nicht besonders große Acts sind, haben auch keine großen Rücklagen, können jetzt nicht sagen, okay, dann warte ich halt ein Jahr, bis ich wieder auftreten kann. Dann warte ich halt ein Jahr, bis ich wieder rausgehen kann, den Leuten meine Musik zeigen kann und die Leute davon überzeugen kann. Und wenn ihr solche Menschen in eurem Freundeskreis habt, wenn ihr KünstlerInnen kennt, die von ihrer Kunst leben, probiert sie so gut es geht zu unterstützen, weil das ist auf jeden Fall eine Berufsgruppe, die extrem hart von der Pandemie betroffen ist und guckt, dass sie ihnen unter die Arme greift. Und wie das geht, das würde ich euch jetzt am Beispiel von Victron mal erklären. Yeah! Wenn euch die Kunst oder in unserem Fall die Musik gefällt, hört sie so viel ihr könnt, kommt auf unsere Konzerte. Konzerte gibt es im Moment nicht, deswegen kauft Platten. Kauft sie bei uns, kauft sie auf Bandcamp, kauft sie in einem Plattenladen. Plattenläden sind tolle Läden. Man trifft sich, Menschen hören Musik, es ist einfach eine super, super schöne Atmosphäre. Und da möchte ich zwei Plattenläden ganz besonders hervorheben. Das ist zum einen ist es der Marleen, Plattenladen Marleen in Fulda. Und zum anderen ist es der Big Black Records in Frankfurt. Und das sind jedes Mal unfassbar freundliche Menschen, denen der Laden gehört oder die euch da bedienen, mit denen könnt ihr in Austausch treten, das ist wunderbar. Das nächste ist, hört die Musik. Hört die Musik auf Spotify, hört die Musik auf YouTube, liked die Sachen, kommentiert die Sachen, subscribe die Kanäle. Bei uns ist zum Beispiel der Instagram-Kanal und der YouTube-Kanal. Das ist extrem wichtig, weil das die Währung dieser Plattform ist. Und kleine Künstler sind extrem abhängig davon, dass ihr das tut. Weil es gibt Algorithmen auf diesen Plattformen, die darüber entscheiden, ob man mehr Leute erreicht oder weniger Leute erreicht. Und das ist sehr, sehr, sehr davon abhängig, ob ihr das liked. Vergesst das deswegen nicht. Probiert so die Leute zu unterstützen. Für das Jahr 2021 erhoffen wir uns, also Victron uns, die Möglichkeit, viel draußen auftreten zu können. Wir freuen uns extrem und hoffen, also wir haben auf der Reise, die wir gemacht haben, haben wir sehr viel Straßenmusik gemacht und haben immer gemerkt, dass da ein wahnsinniger Austausch mit den Passanten, manchmal auch negativ natürlich, aber der war da.
Und ich hoffe, dass das auch möglich ist, dass viele unkonventionelle Möglichkeiten gefunden werden, um KünstlerInnen zu unterstützen. Also, dass man draußen mehr spielen darf. Oder ich weiß nicht, wie die Politik sich da, was sie sich da überlegt hat, aber ich hoffe, dass es da mehr Möglichkeiten geben wird. Wir freuen uns super. Wir hoffen, dass der Sommer voller Klänge wird und sehr bunt wird. Und wir hoffen auf Festivals und die Möglichkeit zu spielen. Das war meine Ansage. Unterstützt einfach KünstlerInnen, die haben es definitiv nötig. Das war ein hartes Jahr 2020. Und jetzt geben wir euch diesen Festival-Vibe zurück von 2019. Hier kommt unser frisch gemachtes Video von Fiddy. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald, also 2021, auf irgendeinem Konzert oder auf einem Festival sehen. Ich freue mich riesig auf euch. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Jetzt kommt das lang erwartete Musikvideo zu Fiddy. Viel Spaß dabei. I'm seeing fear.
dadurch stetig älter und merkt erst mit der Zeit, dass die Ideale und die Maßstäbe, die man sich selbst stellte, schon lange nicht mehr gelten. Man wird alt, man begnügt sich mit dem Zweitbesten. Man hört auf, alles zu wollen und findet sich damit ab, mit dem Durchschnitt mitzuschwimmen. Bloß nicht Geister fahren, bloß immer in der Spur bleiben, immer schön weit rechts. Und zwischen den LKWs auf der Straße des Lebens in Richtung Tod. Doch hin und wieder gibt es Momente, in denen das Bewusstsein von früher zurückkommt. Man lebt